Der deutsche Schäferhund gehört zu den beliebtesten Rassen weltweit. Wie kam es dazu? Das schauen wir uns in diesem Video genauer an. Sowohl Menschen als auch Hunde bringen gewisse Eigenschaften und Bedürfnisse mit. Umso besser diese zusammenpassen, umso besser ist die Basis für ein harmonisches Miteinander. Damit ihr die richtige Rasse für euch findet, gibt es hier regelmäßig Rassebeschreibungen. Und heute im Rasseporträt der deutsche Schäferhund. Als kleine Empfehlung am Anfang möchte ich euch Belfort ans Herz legen, wo es hochwertiges Hundefutter, aber auch Leckerchen und viele Produkte für die Gesundheit eures Hundes gibt, sowie die Möglichkeit, sich kostenfrei beraten zu lassen. Ihr findet den Link in der Videobeschreibung und angepinnt in den Kommentaren. Nun aber zurück zum deutschen Schäferhund. Ende des 19. Jahrhunderts verpaarte der preußische Hofrittmeister Max von Stefanitz verschiedene Hütehunde miteinander. Sein Ziel war es, einen in seinen Augen optimalen Gebrauchshund zu züchten. Daher standen die Arbeitsbereitschaft und das Wesen der Tiere im Vordergrund. Das Aussehen spielte dagegen eine untergeordnete Rolle. Wichtig war es vor allem, dass die Hunde gesund und robust waren. 1899 gründete er zusammen mit einigen Gleichgesinnten den ersten Verein für deutsche Schäferhunde. Horan von Grafrath, einer der Hunde von Max von Stefanitz, war der erste, der in das Zuchtbuch eingetragen wurde. Nach und nach wurden die erwünschten Farbschläge und andere äußere Merkmale enger eingegrenzt. So entwickelte sich aus den damaligen Hütehunden der heutige Schäferhund. Diese Hunde erfreuten sich rasch großer Beliebtheit. Vor allem bei der Polizei und beim Militär wurden die leistungsbereiten Hunde eingesetzt. Tausende von Hunden mussten dann allerdings rasch für den Krieg rekrutiert und ausgebildet werden. Das bedeutete eine schematische, mit Zwang verbundene Ausbildung, ohne das Eingehen auf die Befindlichkeit des einzelnen Hundes. In den beiden Weltkriegen an der Front missbraucht, entwickelte er sich in den Nachkriegsjahren zu dem weltweit am weitesten verbreitete und beliebteste Dienst- und Arbeitshund. Zeitweise litt der internationale Ruf der Rasse nach dem Zweiten Weltkrieg. Während des Nationalsozialismus war der Hund ein Symbol für die angeblichen deutschen Tugenden. Schäferhunde wurden von Polizei und Militär als Diensthunde eingesetzt. Daher brachten viele Veteranen die Rasse mit dem Krieg in Verbindung. Nach dem Krieg haben sich zwei unterschiedliche Schläge von Schäferhunden entwickelt. Bei einigen Linien geht es vorwiegend darum, das vom Zuchtverband definierte Schönheitsideal zu erfüllen. Andere Züchter legen mehr Wert auf die Gebrauchshundeigenschaften. Sie wählen daher nur Hunde mit einem entsprechenden Arbeits- und Schutztrieb für ihre Zucht aus. Es handelt sich trotz teilweise unterschiedlicher Zuchtziele jedoch nicht um zwei verschiedene Rassen. Beide Schläge dürfen miteinander verpaart werden, was zum Teil auch praktiziert wird. Der deutsche Schäferhund verfügt über eine hohe Intelligenz, einen starken Arbeitswillen und zeigt eine enge Bindung an seinen Menschen. Er ist sehr agil, stark und arbeitsfreudig. Er bringt viel Temperament mit, ist aufmerksam und gelehrig. Schäferhunde verfügen allerdings auch über einen nicht zu unterschätzenden Beutetrieb. Der Schutztrieb ist ebenfalls häufig stark ausgeprägt und sie sind territorial veranlagt. In Hundegruppen setzen sich Schäferhunde gerne mit ihrer ganz eigenen Art durch und sorgen für Ordnung und gesittetes Benehmen. Vorwärtsgehen und Zufassen wurde stets von ihnen verlangt und das setzen sie auch im Umgang mit fremden Hunden um. Der Mut, nach vorne zu gehen, wird beim zukünftigen Schutzhund von klein an gefördert. Er ist ein sportlicher Hund für sportliche Menschen. Er sollte keinesfalls nur auf einen Schutzhund reduziert werden, denn er eignet sich hervorragend für alle Bereiche der Sucharbeiten vom Rettungshund über den Lawinensuchhund bis zum Mantrailer. Ebenso eignet er sich für Spezialaufgaben wie das Auffinden von Sprengstoff, Geld, Leichenschimmel und so weiter. Auch Turnierhundesport, Agility und der Einsatz als Blindenführhund kommen für den deutschen Schäferhund in Frage. Er sollte nicht sich selbst als Alarmanlage überlassen werden. Ein nicht ausgelasteter Schäferhund sucht sich seine Aufgabe selber. Das führt in der Regel zu Problemen oder sogar Verhaltensstörungen. Die Erziehung eines Schäferhundes sollte konsequent, aber niemals mit Gewalt erfolgen. Der Hund möchte von sich aus gefallen, wodurch eine gute Ausbildung sowohl dem Hund als auch dem Menschen Freude bereitet. Haltungs- und Erziehungsfehler wirken sich bei diesem temperamentvollen Arbeitshund rasch sehr negativ aus. Ein deutscher Schäferhund kann ein gutmütiger, freundlicher Hund werden, doch dazu muss er liebevoll, aber konsequent erzogen werden. Er ist kein Anfängerhund. Er benötigt von Anfang an eine klare Führung, sonst wird der selbstbewusste Hund selbst die Führung übernehmen. Wichtig ist auch, ihn überwiegend mit positiver Bestärkung zu erziehen und nicht mit Strafen. Der deutsche Schäferhund wird ansonsten leicht aggressiv oder auf andere Art verhaltensauffällig werden. Grundsätzlich ist der deutsche Schäferhund aber lernwillig und möchte gefallen. Wie viele große Hunde neigen deutsche Schäferhunde zu Dysplasien und anderen Gelenkskrankheiten. Das liegt zum einen an der Züchtung, zum anderen kann man aber auch mit der richtigen Ernährung viel zu der gesunden Entwicklung des jungen Hundes beitragen. Wichtig ist auch, den Hund im Welpenalter nicht zu überfordern. Treppensteigen sollte zum Beispiel in den ersten Monaten vermieden werden. Einige deutsche Schäferhunde wurden mit einer schrägen Rückenlinie gezüchtet, was man auch als Qualzucht bezeichnet. Damit verbunden litten viele Hunde dieser Rasse zunehmend unter Gelenkskrankheiten. Bei guter Pflege und regelmäßiger Kontrolle durch den Tierarzt kann ein deutscher Schäferhund 10 bis 13 Jahre alt werden. Das Fell des deutschen Schäferhundes spiegelt auch heute noch seine ursprüngliche Bestimmung wider. Es ist dicht und trotzdem pflegeleicht. Während des Fellwechsels haaren die Hunde durchaus teilweise sehr stark,
Außerhalb dieser Zeit reicht es aus, den Hund alle paar Tage kurz zu bürsten. Etwas besser als Anfängerhund eignet sich der kleine Münsterländer, den ich bereits vorgestellt habe. Und dann haltet die Ohren steif und die Nasen feucht.